Mein Name ist Yvonne Macquas. Ich bin seit 2013 Abgeordnete im Deutschen Bundestag, vertrete seit 2017 den Wahlkreis Vogtland. Das ist ganz im Süden von Sachsen, angrenzend an Bayern und Tschechien und Thüringen. Und seit Oktober 2021 bin ich noch die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Die Mehrzahl der Mitglieder des Deutschen Bundestages hat mich dazu gewählt. Es ist für mich eine große Ehre, eine große Aufgabe, für unser Land und unsere Demokratie als Bundestagsvizepräsidentin zu arbeiten. Wir sind insgesamt 5 Vizepräsidenten und wir unterstützen die Arbeit der Parlamentspräsidentin Bärbel Baas. Wir vertreten faktisch den Deutschen Bundestag nach innen und nach außen. Wir schützen die Würde des Hauses. Wir achten darauf, dass die Würde des Hauses auch eingehalten wird. Und vielleicht ist die bekannteste Aufgabe, die man kennt, die Sitzungsleitung des Plenums. Und eine Aufgabe, die man vielleicht nicht so jeden Tag sieht, ist, dass es Kommissionen des Ältestenrates gibt und die leiten die Vizepräsidenten. Und meine Aufgabe ist es hier, die Leitung der Kommission für Informations- und Kommunikationstechnik. Das klingt sehr technisch, aber es geht darum, wie der Deutsche Bundestag auch mit IT ausgestattet ist, mit Kommunikationstechnik ausgestattet ist, aber auch Fragen von Cybersicherheit und Angriffen auf den Deutschen Bundestag spielen eine wichtige Rolle. Es geht natürlich als Vizepräsidentin darum, dass man viele Termine hat in der Organisation und in der Verwaltung, viele interne Termine auch, weil man leitet ja auch die Verwaltung des Deutschen Bundestages mit, also es ist insgesamt viel, viel mehr Termine der Repräsentation auch mit Botschaften sich treffen. Auch in verschiedenen Gremien ist man zusätzlich noch drin. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch Fachpolitikerin, bin noch Mitglied in 2 Ausschüssen, dem Bauausschuss und dem Familienausschuss. Das sind Themen, die mir am Herzen liegen, die mir sehr wichtig sind. Außerdem hat man natürlich auch noch viel Wahlkreisarbeit. Das liegt mir auch sehr am Herzen. Ich vertrete den Wahlkreis Vogtland und von daher ist es ein wichtiges Thema auch in meiner täglichen Arbeit in Berlin. Ja, als Vizepräsidentin habe ich mir natürlich ein großes Ziel auch gesetzt, die Modernisierung des Parlaments und der Parlamentsarbeit. Da können wir immer noch ein bisschen auch besser werden. Wir können versuchen, Familie und Parlamentsarbeit auch ein Stück weit besser zu verbinden. Wir können dazu beispielsweise elektronische Abstimmungen nutzen. Wir können schauen, dass wir Sitzungszeiten auch nicht bis spät in die Nacht machen. Also das Ganze kann man auch sich unter dieser Brille mal anschauen. Da ist es wichtig, dass wir die Geschäftsordnung auch noch mal durchforsten, die Geschäftsordnung modernisieren. Also das ist zum Beispiel ein großer Punkt. Ein anderer großer Punkt ist das Thema Wahlrechtsreform. Der Bundestag ist sehr groß, auch in dieser Legislaturperiode. Und da muss man schauen, wie man eine Verkleinerung des Bundestages hinbekommt. Aber natürlich muss man auch sagen, es ist wichtig, die Bürgernähe zu erhalten. Also dass die Abgeordneten auch direkt vor Ort sind, direkt in ihren Wahlkreisen sind. Das muss man auch bei dieser gesamten Frage mit bedenken. Und natürlich das Thema Frauen, Repräsentation von Frauen im Parlament ist eines, was mir sehr wichtig ist und dafür arbeite ich auch als Bundestagsvizepräsidentin. Ja, natürlich ist das Regieren und das Gestalten an sich auch schöner, da bin ich ganz ehrlich. Also Regieren hätte mir mehr gefallen. Nichtsdestotrotz ist auch eine starke Opposition wichtig. Die füllen wir aus als Union. Wir sind konstruktive Opposition, aber auch wir sind kritische Opposition. Die Kontrolle der Regierung gehört dazu. Und natürlich auch den Finger in die Wunde zu legen bei Dingen, die Regierung aus unserer Sicht nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger macht. Und von daher werden wir da auch weiterhin kritisch konstruktiv sein. Eigentlich hat sie sich gar nicht geändert. Wahlkreisarbeit ist für mich immer wichtig, egal ob man zusätzliche Ämter hat oder nicht. Die Bürgerinnen und Bürger aus dem Vogtland haben mich mehrheitlich gewählt. Und von daher ist es mir auch als Bundestagsvizepräsidentin wichtig, diese Arbeit im Wahlkreis
immer zu erledigen, auch immer ansprechbar zu sein für die Bürgerinnen und Bürger. Und von daher gibt es da eigentlich keine großen Unterschiede, wenn man vielleicht das ein oder andere Mal aufgrund von Terminen in Berlin nicht direkt vor Ort sein kann, geht es auch mal per Telefon, per Videokonferenz. Also die Ansprechbarkeit ist da, vielleicht nicht immer ganz direkt, aber eben auch mit Videokonferenz oder Telefon. Das ist mir schon wichtig, dass wir hier den direkten Kontakt zu den Menschen hier halten. Natürlich gelingt es nur mit einer starken Familie im Hintergrund, so deutlich muss man sagen. Ein Mann, der mich unterstützt, Eltern, die mich unterstützen, ohne das wäre es nicht möglich. Natürlich auch mit einer guten Kinderbetreuung. Unser Sohn geht in die Kita im Vogtland und von daher ist es wichtig, dass es auch so eine gute Betreuungsstruktur hier gibt. Und ansonsten habe ich auch Themen, Probleme, wie jede andere Familie auch, wenn das Kind krank wird, dass man zum Kinderarzt muss, dass andere Dinge sind, dass natürlich auch mein Sohn mal möchte, dass ich abends zu Hause bin. Also darum wird es auch mal Tage geben, wo ich abends mal keine Termine wahrnehme, sondern einfach für meine Familie und mein Kind auch da bin. Ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin, die von der CDU kommt und natürlich eine Mehrheit der Union in der Bundestagswahl. Das würde ich mir wieder wünschen. Natürlich auch, dass wir die Wählerinnen und Wähler, die wir zu dieser Bundestagswahl nicht erreichen konnten, wieder erreichen. Viele junge Menschen, viele Frauen und auch viele Rentnerinnen und Rentner haben uns nicht mehr gewählt. Und ich glaube, das muss man genau analysieren, woran das liegt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die weichen Themen besser spielen, dass wir soziale Themen besser bearbeiten. Darauf wollen die Menschen Antworten haben. Und das müssen wir auch als CDU stärker tun. Und darauf möchte ich auch hinarbeiten und wünsche mir eben, dass es wieder eine CDU-geführte Bundesregierung gibt.